Willkommen bei Candy Katze Hund. In dieser Folge möchte ich euch das zweite Teil von Cat It Design aus der Senses-Serie vorstellen. Ich hatte euch letztes Jahr schon mal einen Teil aus der Serie vorgestellt. Das ist das Futterlabyrinth gewesen. Heute geht es hier um diese Spielschiene. Doch bevor wir uns damit näher beschäftigen, zeige ich euch noch mal eben einen kurzen Rückblick. Hier haben wir das gute Stück noch eingepackt. Hier auf dem Karton ist jetzt nochmal aufgelistet, was das Futterlabyrinth alles so kann. Ja, so viel dazu. Auch die Spielschiene ist wieder aus der Senses-Serie und Senses natürlich. Dieses Spielzeug soll auf die verschiedenen Sinne der Katze eingehen. Dieser grün-graue Ball, der lenkt die Aufmerksamkeit der Katze auf sich und natürlich macht er auch Geräusche. Zwar nicht der Ball an sich, aber wenn er hier durch diese Schiene kullert. Und so wird dann natürlich auch der Tastsinn angesprochen, da die Katze den logischerweise hier durch diese verschiedenen Öffnungen jagen und anschubsen kann. Wenn ihr euch die Spielschiene kauft, dann ist sie natürlich in mehrere Einzelteile zerlegt, was auch eigentlich ganz praktisch ist, wenn man sie bei Bedarf da mal reinigen muss. Dadurch kommt man wirklich toll in jede Ecke, in jede Rille. Jedes Teil kann man eigentlich super sauber machen, wenn man sich denn dann nach einer so langen Zeit noch daran erinnert, wie das mit dem Klicken, Schieben und Drücken war. Denn sonst reißt man womöglich hier irgendwelche Plastikhaken ab, so wie mir das vorhin fast passiert ist. Aber das ist hier unten drauf auch eigentlich alles gezeigt, wie das funktioniert. Das kann man eigentlich gar nicht übersehen. Ihr könnt die Schiene auf verschiedene Arten zusammenbauen. Das ist euch überlassen. Ich werde die jetzt so zusammenbauen, wie das hier vorne drauf gezeigt ist, nämlich in S-Form. Denn das ist im Moment für mich und für meine Katzen die beste Form, um die ergänzenden Spielsachen damit einzubauen. Ihr könnt sie auch als Kreis zusammenbauen. Dann stellt man vielleicht, wenn man hat, einen Teil in die Mitte oder ja, lässt halt auch diesen Kreis. Dann braucht ihr natürlich Anfangs- und Endstücke nicht. Ihr könnt sie auch schlangenlinienförmig zusammenbauen. Und was man auch machen kann, ist hier Einzelteile von diesen Schienen noch mit dazu zu kaufen, um das Ganze zu vergrößern oder um vielleicht auch mehr von diesen Spielelementen, die man zusätzlich kaufen kann, damit einzubinden. Wie gesagt, ich baue die Spielschiene jetzt erstmal S-förmig, wie hier vorne drauf abgebildet ist, zusammen. Ihren Spaß damit und ich für meinen Teil muss sagen, ich finde, das ist einfach eine super tolle Serie von Cat It Design. Man hat bei diesem System wirklich das Gefühl, also ich zumindest, da hat sich tatsächlich mal jemand Gedanken darüber gemacht, wie das Zusammenleben mit Katzen eigentlich wirklich ist. Für mich stimmt das Design und ich finde das ganz, ganz toll, dass ich hier wirklich alles in Einzelteile zerlegen kann. Das ist hier alles aus Plastik. Ich kann das wunderbar reinigen und ich kann das ganz toll wieder zusammenstecken. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man ein Spielzeug hat und das lange und dauerhaft liegen lässt, ist das irgendwann nicht mehr interessant. Hier ist es ganz das Gegenteil. Ich habe jetzt schon mal dieses Futterlabyrinth hier mit eingebaut. Dadurch, dass ich den immer wieder mit Leckerlis befülle, ist es ja ganz klar, dass die Katzen immer wieder drauf zugehen und Interesse daran zeigen. Eine weitere Station, die ich habe, ist die Massagestation. Die werde ich euch dann demnächst auch nochmal zeigen. Die würde jetzt in meinem Fall hier vorne reinkommen. Die kann man zum Beispiel mit Catnip befüllen. Auch wieder etwas, was die Katzen anlockt. Und falls es mal nicht der Fall sein sollte, dann kann ich immer noch irgendwie erweitern oder das Ganze wieder umbauen oder auseinanderbauen oder was auch immer. Ich finde, mit dieser Serie, wenn man sie dann vielleicht komplett oder fast komplett hat, werden so viele Bedürfnisse der Katzen gedeckt und auch meine Bedürfnisse, die ich an ein Katzenspielzeug stelle, die werden hundertprozentig erfüllt. Und es macht wahnsinnigen Spaß, die Katzen dabei zu beobachten, wie sie jedes Mal aufs Neue sich mit diesem Spielzeug beschäftigen, als hätte ich es gerade aus dem Karton geholt.
Was nicht so toll ist, jetzt nochmal in Bezug hier auf diese Spielschiene, das sind hier diese Bälle, die ich extra mit dazu gekauft habe. Und zwar sind das Leuchtbälle. Achtung, er leuchtet nicht. Jetzt leuchtet er wieder. Da ist es leider so, dass wenn einmal der Kontakt zwischen den beiden Batterien hergestellt worden ist, man immer hier wieder diesen Plastikhalter reinschieben muss, damit sie aufhören zu leuchten. Das ist wirklich doof gemacht. Ich finde, die kann man sich echt sparen. Die braucht man nicht. Und so besonders toll sind die hier jetzt auch nicht angekommen. So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch vielleicht helfen konnte, ein langlebiges und immer attraktives Katzenspielzeug zu finden. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder Selbsterfahrungen habt oder sonst irgendwas zu diesem Thema sagen möchtet, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. An dieser Stelle, ciao, miau! Das hier mal ganz schnell auseinander. Ach. Komm her, Ball. Oh, schade. Das war's mit meinem Ball. Ich finde mal nichts. Ih, warum ist das noch dreckig? Tschüss, Ball. Mene, gehst mal aus dem Bild. Du bist immer noch im Bild. Aber volle Kanne. Mene, hallo. Mäuschen. Es macht ungeheuren Spaß, den Katzen dabei zuzugucken, wie sie jedes Mal aufs Neue